So, willkommen zum dritten Teil der kleinen Miniserie über Idle-Spiele, Progression Games, die letztendlich auch weitergehen, wenn ihr nicht selber spielt, sondern weiterhin Geld oder andere Dinge erzeugen. Und im dritten Teil habe ich mich jetzt entschieden, TapTap Infinity, also den direkten Konkurrenten oder aus meiner Sicht der direkte Konkurrent zu Clicker Heroes, die sozusagen sehr ähnlich sind. Aber wie ähnlich, das seht ihr gleich. Also auf ins Spiel. So, das ist also Tap Tap Infinity und ja, Continue Game. Wie ihr gleich schon sehen werdet, ist dieses Bild sozusagen direkt schon ja, das Monster, was gerade bearbeitet wird. Und hier seht ihr schon, es gibt eine deutlich stärkere Statistik, während in einer Regel bei Clicker Heroes vor allen Dingen Gold in der Abwesenheit geerntet werden kann, soweit eben noch Monster besiegt werden, sind es hier sehr, sehr viel mehr Sachen und es hat noch mehr Währungselemente, also noch viele verschiedene Elemente gegenüber Clicker Heroes. Also ist aus meiner Sicht nicht komplexer, aber es ist zumindest noch etwas vielschichtiger. Aber auch hier einfach gehe ich das Ganze mal Stück für Stück durch. Ja, ihr seht, aktuell hänge ich sozusagen in Level 1930, also 1930, und das ist jetzt gerade nicht geschafft worden. Das heißt, meine Heroes sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht stark genug. Ich belasse es mal erstmal noch dabei, weil ich will euch erst noch ein paar Informationen zeigen. Ich fange hier an der Stelle mal von der rechten Seite an mit den Skills. So, also ich zeige euch erstmal eben jetzt das Skillbuch. Und ihr seht schon hier, die können ja, in verschiedenen Stufen auch aktualisiert werden. Hier habe ich mehrere schon auf Expert. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist die zweite oder dritte Stufe. Auf jeden Fall einen habe ich schon, da habe ich die 40.000 Infinity Tokens schon ausgegeben und habe hier jetzt schon das Master Level. Das heißt, ihr seht ja, wie im Endeffekt die Level ansteigen. Das heißt, Expert waren im Endeffekt 60 Sekunden, genau, Expert sind 45 Sekunden, während die nächste Stufe dann 60 Sekunden umfasst und auch die Eigenschaften steigen. Also hier ist wieder so ein Autoclick-Skill. Der nächste ist im Endeffekt die Critical Strikes, die dann gesteigert werden. Dann weiterhin das Tap-Damage, also das Click-Damage, den ich selber austeilen kann, erhöht wird. Das hier ist nochmal die DPS als solches, die dann gesteigert wird. Genau, hier ist Gold. Dann das hier ist XP Gain. XP Gain ist für hier unten, das ist der Rang. Der hat zumindest nur so weit eine Relevanz, dass der auch nochmal einen Schadensmultiplikator verursacht. Da kann man nicht viel mehr mitmachen. Aber das zeige ich gleich hier hinten. Das ist nämlich nochmal in Verbindung mit dem letzten Skill. So, dann Monsters of Faith, das ist schon geil. Ah ja, genau, also die Monstergesundheit wird nochmal vermindert. Dann hier ist es im Endeffekt die Steigerung. Das heißt, also solange dieser Skill aktiv ist, bekommen alle Boss-Monster im Endeffekt 100% Sicherheit, dass ich Infinity-Tokens bekomme und Valor-Points. Valor-Points komme ich auch noch dazu, ist eben eine weitere Währung, die in diesem Spiel sozusagen Relevanz hat. Dann das hier ist letztlich nochmal dieser Idle-Modus. Also den Idle-Modus gibt es hier auch, der springt hier relativ schnell an. Ihr seht das hier oben, weil die Zahl ist grün. Ich zeige euch das mal, wenn ich einmal klicke, ist er aus, aber hier springt er ganz schnell wieder an, so nach 10 Sekunden, glaube ich, springt er bereits wieder an und schon erhöht sich die Schadensrate im Endeffekt um locker mal 2 Zehner-Potenzen. Bei Clicker Heroes dauert es, glaube ich, 1 Minute und kann mit 2 Klicks dann wieder unterbrochen werden, aber es dauert relativ lang, bis der wieder aktiviert wird. So, okay, das war das. Genau, das war das, dass dass eben dieser Idle-Modus nicht unterbrochen wird, auch wenn man dann selber klickt. Und das hier ist ganz besonders praktisch, weil es geht darum, normalerweise müsst ihr ja immer hier mehrere, also eigentlich 4 Stufen, 26 bis 29 absolvieren, bevor ihr wieder ein Boss-Level bekommt.
Und das wird hier übersprungen. Das heißt, solange dieser Skill aktiv ist, springt ihr nur von Boss zu Boss. Das zeige ich euch gleich nochmal für den letzten Schwung, weil ich bin zwar schon relativ am Ende, bevor ich eigentlich wieder ein Reset brauche, aber noch nicht ganz. Also ein bisschen fehlt noch. Und hier ist letztlich nochmal die Information zum Rang, also das, was hier unten angezeigt wird. Ihr seht, hier bin ich aktuell bei A2, das heißt, ich habe schon zweimal Extended. Das heißt, es gibt sowohl ein Weltreset, in dem ihr von den Leveln hier neu anfangt, das ist hier oben, aber es gibt auch noch ein Extend, womit ihr hier den Rang zurücksetzt. Was insoweit sehr praktisch ist, weil am Anfang, glaube ich, waren 2%, dann 4% und 6%, also aktuell sind es 6%. Für jeden Rang, das heißt 531 mal 6% wird mein Schaden sozusagen verstärkt. Und beim nächsten Mal, wenn ich den Level 700 erreicht habe, habe ich die Möglichkeit dann 300.000, das ist der Preis im Endeffekt, 300.000 Infinity Tokens auszugeben. Und dann bekomme ich aber 10% pro Level. Es ist so, dass der Rang ist, wenn man das in so einer hohen Stufe im Endeffekt resettet, ist sehr schnell wieder aufholbar. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Mit den 300.000 Infinity Tokens, da muss man dann nochmal ein bisschen schauen, dass man wirklich, dass es nicht so in die Substanz geht. Also hier aktuell habe ich gerade mal 400.000. Da würde ich überhaupt nicht empfehlen, das jetzt aktuell zu machen, weil das würde einen wirklich sehr weit zurückwerfen. Also wie gesagt, zum Rang kann ich nicht viel sagen, außer dass eben mit jedem Kill dort ein bestimmter Anteil, mal sehen, ob hier jetzt aktuell das gleich sichtbar wird, von 153 hoch 43. Okay, da ist nichts substanziell sichtbar. Das heißt, aber selbst wenn man nachher wieder von Anfang an anfängt, das zeige ich euch, seht ihr dann, dass dort zwar nicht von den Monstern substanziell was beigetragen wird, aber immer wenn man so ein 5er-Level abschließt, also so ein Zwischenlevel, dann steigt das nochmal deutlich an. Also jetzt habt ihr gesehen, jetzt ist gerade auf 55 umgestiegen, also es dauert aber natürlich so ewig, bis ich hier von 1,55 auf 9,24 komme, wenn es gerade mal im Hundertstelbereich etwa pro Monster flackt. Bevor ich sozusagen diese ganzen Tokens, also die ganzen Skills aktiviere und hier noch ein bisschen vorwärts gehe, zeige ich euch, das kann ich euch danach zeigen, weil da müssen wir sowieso dann gleich durch. Das ist sehr praktisch, dass jetzt die erste Box kommt. Diese Geschenke sind sozusagen eine der Quellen, über die man die, die im Endeffekt Bezahlwährung bekommt, weil es gibt, jetzt schauen wir mal, was ich bekomme. Ha, ist ja perfekt, also ich habe direkt ein Infinity Gem bekommen und glaubt mir, die sind sehr, sehr selten. Ich hatte 3, jetzt habe ich 4 bekommen. Und dann kann ich gleich mal durchgehen. Also Währung Nummer 1, Hauptwährung zum Kaufen von Skills und Helden, sind natürlich hier die Goldwährung, die von den Monstern verdient wird. Dann nebenbei ist so ein bisschen dieses XP hier, aber das ist jetzt keine Währung, das kann man nicht ausgeben. Die Hauptwährung letztlich für bestimmte Sachen sind die Infinity Tokens, die man eben durch die Bossmonster bekommt. Die seht ihr auch gleich, wenn wir den rasch machen, da seht ihr dann die ganzen Dinger fallen. Und eben die Zahlwährung sind eben hier die entsprechenden Gems. Die braucht man vor allen Dingen an den Stellen, um die Helden abzugraden. Das zeige ich euch gleich. Erstmal, hier kann man natürlich dann Tokens kaufen, sozusagen Bonus-Tokens für gegen Gems. Das sind durchaus nicht wenig. Also wenn man sich mal anschaut, hier so ein 50% Boost, wenn man da 300 kauft, das kostet $25. Hier sind dann noch so normale Boost, wo man sozusagen, also einmal sozusagen die Guardian zurücksetzen kann. Die zeige ich euch gleich, wenn wir dann wirklich den World Reset angehen. Dann die Warp Infinity, das ist im Endeffekt einfach nur eben 24 Stunden in Zukunft. Das, was sich aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht lohnt, weil das Spiel eigentlich immer darum geht, genau einfach nur weiterzumachen. Das heißt, so Zeitsprünge halte ich für nicht sehr sinnvoll. Aber natürlich müssen die Leute auch Geld verdienen und von daher bieten sie sowas halt an. Und das andere ist im Endeffekt ohne Weltreset die Tokens zu bekommen, was eben auch eine Möglichkeit ist. Was ich leider erst sehr spät rausgefunden habe, zu spät, weil ich hatte die Gems dann größtenteils schon ausgegeben, ist, dass es hier noch einige Soul-Links gibt. Ich weiß nicht, seit wann die tatsächlich im Spiel sind, ob die von Anfang an da war, weil ich habe mich natürlich jetzt in dem Shop nicht oft rumgetrieben, weil ich nicht erwartet habe, da was für mich Relevantes zu finden. Und da habe ich rausgefunden, vor allem die Valentine, das wäre die, auf die ich jetzt auf jeden Fall sparen werde und schauen, weil
egal wie klein die Chance ist, wenn ich dann, also im Moment kann man die Infinity Gems im Spiel nur bei diesen Geschenkboxen finden, oder alle 100 Level begegnet einem ein Guardian. Vielleicht seht ihr das gleich, wenn wir es bis 2001 schaffen, weil da kommt dann wieder einer der Guardians und dann könnt ihr den sehen. Auf jeden Fall, wenn wir hier halt dann bei jedem fünften Level oder dort auftaucht für jeden Zwischenboss, dann wäre das natürlich schon mal um einiges besser. Genau, jedes fünfte Level, also die goldenen sind sozusagen die Boss-Level. So, ansonsten eben Valentine wäre das, was ich als nächstes nehmen würde, dann Empfehlung, okay, das hier zu nehmen, weil das heißt ja eben diese Gift, die eine Geschenkbox, die ja gerade schon aufgetaucht ist, das heißt, wenn die dann zwei oder drei, also ich denke, ein bis drei Gems kann man dort gewinnen, weil das ist immer der Faktor 1 bis 3 und dann würde man 2 bis 6 bekommen. So, schauen wir mal, was jetzt passiert. Also ich klicke generell gerne auf das dritte. Okay, 4 Ränge, das heißt 2, also eben deswegen sind es 4 Ränge, bei einem wäre ich bis 2 aufgestiegen, das heißt, es ist jetzt hier gerade angestiegen. Mit den Geschenkboxen verhält es sich so, die kommen alle 30 Minuten. Also wenn drei Geschenkboxen gewesen sind, dann ist erstmal 30 Minuten etwa Ruhe, bis die nächste wieder kommt. Und ansonsten zwischen einer Box und der nächsten soll wohl eine Minute lesen. Also das habe ich nicht selber ausprobiert, das habe ich einfach im Wiki mal nachgelesen, um mich so ein bisschen tiefer einzulesen im Wiki zum Spiel. Okay, ich war jetzt bei den beiden. Und ansonsten werden eben diese 4 Guardians verstärkt. Da kann man dann einfach schauen. Das heißt, im Moment bin ich ja schon bei 5, das heißt, ich habe den schon so weit runtergesetzt. Das wird dann wahrscheinlich nur noch bei 4. Hier die Goldchance wird verbessert werden, die DPS nochmal erhöht werden, aber da könnt ihr gleich nochmal zuschauen, welche Skills das letztlich entspricht, die sozusagen von den Guardians auch verstärkt werden. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die linke Seite. Ihr seht hier diese nette Anordnung von den ja, das sind sozusagen die Kurzfassung der Heroes. So, jetzt habe ich gerade einen gekauft, weil oder beziehungsweise einen Teil gekauft und das ist jetzt die dritte Box innerhalb der halben Stunde. Und okay, diesmal nur Gold, sozusagen eher das Profane. Aber nichtsdestotrotz, also ihr könnt euch das sowohl so anzeigen lassen, um schnell hier aufzuleveln, dort noch der allgemeine Bonus. Und hier seht ihr letztlich die gesamten Heroes. So, klar, klassisch haben sich halt hier ihre Skills, die alle schon gekauft sind, die bei bestimmten Leveln freigeschaltet werden. Schadensgröße, Level und so weiter. Und hier sind im Endeffekt diese Valor Points, also eine weitere Währung im Spiel, die bei den Bossmonstern gesammelt werden kann. Jeweils bestimmte Bossmonster lassen dann eben die Valor Points jeweils für den, also sozusagen die erste, vom ersten Fünfer, vom zweiten Fünfer, dritten Fünfer und nach 100 Leveln wiederholt sich dann das Ganze. Dann ist sozusagen wieder nach Chompy dann die Bossmonster. Also beziehungsweise das sind ja sogar die Bossmonster, das seht ihr dann gleich nochmal. Also schauen wir mal den 125er an. Okay, Sir Tinybald, das ist dann irgendwo hier der fünfte in der Runde. Wo ist er? 1, 2, 3, 4, 5. Tinybald, da ist er. Also das ist im Endeffekt der, den ihr sozusagen an fünfter Stelle besiegt. Und jedes Mal, wenn ihr den besiegt, also wenn ihr den das erste Mal in einem Durchlauf besiegt, habt ihr die Chance, im Endeffekt sowohl die Infinity Tokens zu bekommen, als auch eben Valor Points. Und die Valor Points, wie ihr hier schon seht, sind nötig, um die auf höhere Stufen aufzuleveln, damit die weitere Boni bekommen. Die zweite Stufe ist kostenfrei, also von der ersten zur zweiten kostet es nur ein paar Valor Points. Jetzt von der zweiten zur dritten würde es schon 5 kosten. Dafür habe ich im Moment auch die meisten der Diamanten, die ich bekommen, oder eigentlich alle Diamanten, die ich bekommen habe, ausgegeben. Deswegen seht ihr ein paar hier, die haben schon Level 3 erreicht, haben deswegen einen etwas höheren Boni. Das sind vor allen Dingen diejenigen, die auch wieder so Spezialgrößen haben, eben Golddrop. Und nicht sein damit, sondern hier All Hero DPS, das sind wieder diese Spezialsachen, die einfach gut sind, wenn die nochmal verstärkt sind. Also 75 statt im Endeffekt nur 25, denke ich, was er im ersten hatte. So, also wie ihr seht, hier die ganze Liste der Helden mit ihren Skill-Übersichten, mit den ganzen Anzeigen. Was ich hier auch anhabe, im Gegensatz zu Clicker Heroes, da habe ich das ausgelassen, die Anzeige der
ja, im Endeffekt dieser ganzen Währung hier und so weiter. Weil ich zugeben muss, hier ist es einfach schöner dargestellt, es ist grafisch und optisch einfach angenehmer und schön animiert, deswegen lasse ich das da mitlaufen. Also hier seht ihr, dass ich mehrere auf Level 3, also da schon einige der Token ausgegeben habe und für das nächste wird es schon immens. Man braucht 10, erstmal 10 von diesen von den Gems. Genau, ich komme mal durcheinander mit den Infinity Tokens, Infinity Gems und Valor Points. Also wie gesagt, es gibt eine Menge verschiedene Währungen, also insgesamt dann diese 3, plus dann noch die Ränge, die ihr hier, wo ihr Experience bekommt, die jetzt zwar keine weitere Wirkung hat, aber auch vorhanden ist. So, okay, das ist mal soweit zu den Helden. Ich schalte wieder auf das Grid um, weil das ist einfach am übersichtlichsten. Das hier ist übrigens eine Einstellung, die ihr dann dort aktivieren könnt. Jetzt gehe ich noch kurz die Achievements durch. Hier das klassische, im Endeffekt das Gold Earning. Ihr seht, 78 von 100 sind schon freigeschaltet, ein paar fehlen noch. Also bis das Gold sozusagen bis exponentiell 260 dort, das dauert noch eine Weile. Aktuell bin ich bei 134 von 140 dann für den nächsten. Hier ist sozusagen schon auf dem Weg zum letzten. Genau, also Level 2001 war sozusagen bisher das letzte, was ich geschafft habe. Mal gucken, ob man das mit dem Rush noch ein bisschen überbieten kann. Ich lasse die jetzt mal schon mal nebenbei weiterlaufen, um vielleicht die Möglichkeit zu haben. Also hier seht ihr so ein paar Valor Points, die sozusagen der eine Boss hat fallen lassen. Ich lasse das einfach mal ein bisschen im Hintergrund weiterlaufen, während ich noch ein bisschen weiter über die Achievements erzähle. Hier die DPS, sozusagen, da ist jetzt auch dann die nächste bei 160, also da bin ich auch noch sehr weit entfernt, um da die nächste zu erreichen. So, da habt ihr jetzt gerade wieder den Bossmonster, der hat diesmal nur Valor Points fallen lassen, keine Tokens, also die Sterne sind dann die Valor Points, die jeweils dazugehören. So, genau, hier sind so einfach Klickereignisse, die sind ziemlich schnell erreichbar, 36 Mal pro Sekunde. Wie gesagt, mit dem Schnellklicker ist das ziemlich leicht. Dann hier auch 10 kritische Klicks und 10.000 Bossmonster, wenn man da mal ein bisschen gemacht hat und das sozusagen in so einer Geschwindigkeit oder eigentlich noch schneller laufen lässt, dann ist es überhaupt kein Problem, dort das mal so 10 Minuten laufen zu lassen. So, der letzte eine Boss, seht ihr, hat jetzt beides fallen lassen, 73 und 52 pro Stern. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz praktisch. So, das waren die Klickmonster. Das ist jetzt der, genau, 1 Million Mal geklickt, ist auch sozusagen abgeschlossen. Level Heroes 1 Million Mal, also das sind die Level hier unten. Das ist im Endeffekt auch einfach schnell zu grinden, indem man, bevor man resettet, nochmal hier überall die ganzen Tausender zusammensetzt. Dann geht das relativ zügig. So, das hier sind sozusagen die Anzahl der Monster, also nächste ist bei 1 Million, 719.000 sind aktuell schon erledigt. Das ist schon abgeschlossen, die Hero Skills, also das war das, was ich euch da drin gezeigt habe. Da sind sozusagen schon, ich habe schon über 1000 Hero Skills gelernt, also immer wieder. So, das ist Go Infinite, also da haben wir nachher dann den 60. Das ist im Endeffekt, um die Infinite-Token zu ernten und dann eben verfügbar zu machen. Und erst dann haben die auch ihre Wirkung im Endeffekt wieder als Schadensbonus. Hier ist wieder das Gleiche. Wenn die ausgegeben werden, verliert man den Schadensbonus. So, hier ist sozusagen das absolute Level. Das heißt, man muss im Endeffekt einen Hero auf Level 8000 gebracht haben. Aktuell ist der höchste, den ich hier jetzt habe, 4300. Das ist hier der erste, der auch diesen Damage-Bonus hier macht. Weil hier sind immer die Schadenswerte, während hier der erste macht einen besonderen Schadensbonus nochmal dazu, also diese 0,5% aktuell. Pro Level ist das, oder pro 25 Level, jedenfalls steigt es dann nochmal prozentual eben einfach mit an. So, hier unten ist Rang, das bezieht sich jetzt auf das Experience hier. Da soll ich letztlich Rang 1000 erreichen. Und ja, Upgrade Spells, also ihr habt ja gesehen, dass ich da einige schon Expert und Master Level den einen hatte. Und da habe ich jetzt bisher 21 Upgrades gehabt. Da das 10 Spells sind, habt ihr seht, also ich habe jeden schon zweimal, bis auf den einen, den ich schon das dritte Mal abgegradet habe.
So, und hier Akzent habe ich letztlich erst zweimal gemacht. Das heißt, das nächste ist bei 700. Und da ist es, das dauert noch aus meiner Sicht anscheinend, oder ich nehme an, dass es noch sehr lange dauert, weil bis ich hier 16 Mal das neu gemacht habe, weil es steigt ja auch jedes Mal an. Also Level 700 brauche ich ja jetzt überhaupt. Und bis ich Level 700 erreicht habe, dauert es noch eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie stark sich das später noch mit dem Experience beschleunigt, weil natürlich je höher die Level sind, ihr seht ja jetzt im Moment hier 0,04 ist es jetzt pro Monster. Und mal sehen, wenn das jetzt so, jetzt geht es auf 44. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es noch einen Bonus gab für das 5er Level. Also dass im Endeffekt die 5 abgeschlossen wurden. So, das hier sind jetzt noch... Upgrade-Tiers, das ist das, wo man die Valor-Points und die Infinity-Gems ausgeben muss. Das heißt, ich habe insgesamt schon 30... Ja, genau, also, naja, das ist ja klar, weil ich habe alle schon auf Level 2 und dann habe ich noch ein paar schon auf Level 3 angehoben. So, und dann die Mystery Gifts, das sind die kleinen Boxen. Ha, also, naja, ich müsste noch dreimal sozusagen diese Dreier-Serie ausmachen, dann habe ich 9 und dann bekomme ich das nächste hier Achievement freigeschaltet. Gut, hier sind einfach nur aktuelle Statistiken, Highest Level Cleared aktuell, also für die jetzige Tap Damage und so weiter. Hier ist auch eigentlich interessant, Critical Tap Chance, also 40%, das heißt 2 von 5 würden im Endeffekt einen Critical Click machen und dann allerdings nur ein 16-fach. Also das ist dann nicht so gravierend im Schadensbild. So, Goldmultiplikator, der ist schon immens dort. Und hier im Endeffekt, ich habe 50-50, also das sozusagen für ein Bossmonster, das sowohl Infinite Token als auch Valor Points jeweils fallen lässt. Der Effective Rank weiß ich jetzt nicht genau, was ist, ob das im Endeffekt die Summe von den Resets ist, aber ich glaube es eigentlich nicht. Es müsste ja dann ein bisschen weniger sein. Genau, und All-Time High ist sozusagen 2100. Hier noch ein paar Hero, bla bla bla. Also, ja, ich spiele seit 21. Juli. Das ist, ja, bald, was haben wir jetzt? Oktober. Also nur drei Monate. Naja, gar nicht so lange. Kommt mir schon irgendwie länger vor. Okay, da habt ihr jetzt gerade gesehen im Hintergrund oder es vielleicht auch nicht bemerkt. Ich habe sozusagen das Bossmonster nicht gekillt. Also hier seht ihr, dass der etwas schneller läuft. Ich kann dich nochmal kurz upgraden, dass wir den einen noch schaffen. Sozusagen von alleine, bevor es irgendwelche Upgrades braucht. Und noch den kurz, also gute Hilfe, hier ein paar Optionen. Genau, die Coin-Labels, das Shake on Critical und so ein Kamera-Movement habe ich letztlich ausgeschaltet. Genau, und das noch so kurz einmal zum Anhören. Okay, genug davon. Hier habe ich im Endeffekt, hier ist dieses Hervorheben, dass der eine dort stärker hinterlegt wird, damit man direkt sieht, okay, was bringt mir jetzt den meisten DPS-Zuwachs. Und hier noch ganz kurz die Klicks. Und dann Kohle. So, ja genau, es geht nicht weiter, weil ich das nicht eingeschaltet habe. Gehen wir jetzt einfach mal dort und lassen es weiterlaufen und Sound wieder aus. So, genau, hier gibt es ein Exit-Game. Das ist das, was es übrigens bei Vollbild von Clicker-Heroes nicht gibt. Also es gibt keinen Exit-Button, zumindest wüsste ich nicht, wo der ist. Aber egal. Da bin ich jetzt hier. So, jetzt bin ich hier einmal durch. Das Wiki öffnet sich in einem externen Link. Das ist Reddit. So, auf zum Rush, bevor ich euch dann die, da oben die, manche, jetzt weiß ich nicht, waren das Guardians? Genau, Guardians heißen die Typen. Also, wir rushen jetzt und schauen mal, wie weit ich sozusagen meinen Rekord von 2001 brechen kann. Ich habe jetzt meinen Autoklicker schon aktiviert, auch wenn ihr seht, ich sammle jetzt hier unten gleich mal immer schön mit der Mausbewegung das Gold ein. Ihr seht, dass das schon langsamer wird, deswegen gleich wieder Verstärkung kaufen. Sozusagen die Skills aufleveln, weil eben damit wir noch ein bisschen weiterkommen.
Und dann seht ihr jetzt wahrscheinlich auch gleich noch, was passiert, wenn wir die 2100 nicht. Okay, das war jetzt ein neues Experience für ein neues Achievement, das auch sozusagen bis auf Steam übertragen wird. So, jetzt sind die ersten Skills hier oben natürlich schon abgelaufen, weswegen wir den Damage-Bonus in der Form nicht mehr haben. Aber auf jeden Fall hier nochmal die letzten 30 Sekunden nutzen, um hier eben diesen Boss-Rush zu machen. Und vielleicht noch den nächsten, ja, der nächste 100er wird nicht mehr, weil dazu steigt einfach auch, ihr seht, der hat jetzt 138 Lebenspunkte. So, wenn wir den haben, das war jetzt, glaube ich, bei 5 oder sowas angefangen. Und das letztlich, obwohl ich schon hier maximal, und jetzt ist er schon bei 139, also es nimmt extrem schnell zu. Und wir sind gerade mal bei 134 Schaden, also das ist eigentlich nur, weil die Critical Clicks sind. So, sozusagen ohne die ganzen Boni habe ich eigentlich hier überhaupt keine Chance mehr, auch nur irgendwas auszurichten, egal ob ich jetzt klicke oder ob das jetzt der, ja, hier der Bonus-Dings ist. Das sind einfach 5 Zählerpotenzen sozusagen zu wenig. So, dann geht es jetzt in Infinite. So, aktuell habe ich jetzt 73.000. Ihr habt gesehen, so, ich denke, es müssten so 20.000 noch gewesen sein, die uns dieser kurze Boss-Rush in den letzten 100 Leveln jetzt noch gebracht hat. So, unser erster Virako, Guardian of Luck. Hier seht ihr, die beiden habe ich schon auf Maximum. Das heißt, die eben das, wo ich ja aktuell 50% habe für Tokens und Valor Points, sind eben hier mit bis um 25 verstärkt. Das heißt, Standard war 25. Deswegen sind es jetzt 50. Und hier mache ich es nochmal so, dass ich wenigstens ein Level sozusagen dazu nehme. Das heißt, dass damit werden eben die Tokens und die Valor Points nochmal verstärkt. Auch wieder so ein Infinite, also so eine unendliche Möglichkeit, das Zeug aufzuleveln. So, der zweite Guardian. Ich nochmal ganz kurz, genau, hier war ja dieser Shop-Bonus. Da kann ich ja hier direkt reingucken. Bei ihm ist im Endeffekt Token und Valor Points Drop Chains. Das heißt, das würde sich nochmal hier drauf auswirken. Wie viel, weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht, weil ich die noch nicht gekauft habe. So, da haben wir jetzt Coco Mama. Also hier die Verringerung von 5 Monstern, dass eben statt 10 nur 5 pro Level geschafft werden müssen. Hier ebenso die Verringerung der Bosse wieder um auf die Hälfte des Lebens. Was es hier jetzt nicht so gibt, ist die Verlängerung für die Klickchance, also wie lange im Endeffekt so eine Bossrunde geht. Und hier sind 2 Upgrades für Idle, die letztlich sozusagen unendlich gehen. Hier mache ich es im Moment so, dass ich 5 Level jeweils vor einem Reset mache. Weil ich habe ja mit 73.000 durchaus genug, aber ich will halt auch einen größeren Teil ansparen, mich auf die Updates der Skills vorbereiten, weil da braucht ja jeder 40.000 und dann noch das Reset für den nächsten, Anstieg dort. Jetzt will ich euch noch ganz kurz hier wieder, gucken wir mal. Genau, also hier würde das noch im 1 bringen, das heißt, es würden statt 5 würden dann eben wahrscheinlich nur noch 4 gebraucht werden. Ich weiß nicht, ob man die eventuell auch mehrfach kaufen kann. Das kann man, muss ich dann erstmal ausprobieren. So, der Apoc, der Guardian of Power, da gibt es im Endeffekt nur hier, dass die Cooldowns halbiert werden, also für die Skills. Und ansonsten, hier gibt es auch wieder sowas, dass ich die Infinity-Tokens so investieren kann, dass sie statt 10% 11% Bonus machen. Da kann ich dann wieder Tausender investieren. Ihr seht, habe ich das noch nicht oft gemacht, weil so viel bringt das jetzt auch nicht. Aber es ist einfach nur eine Kleinigkeit. Und hier dann jetzt wieder im Endeffekt um 5 Level anheben. Einfach mal, also das da um 5 Level, das ist nochmal ein Damage-Bonus und für Tap-Damage. Und dass ich nicht immer ganz von vorne anfangen muss, hier gebe ich aber auch nur ein Level dazu, weil es spielt im Endeffekt keine Rolle. Ihr seht, werdet es gleich sehen nach dem Reset, wie schnell ich im Endeffekt durch diese Level durchraschen kann, wenn ich erstmal die Upgrades gekauft habe. Ja, jetzt guck mal bei dem auch wieder nach. Was hattest du für eine Aussage dort?
Ah, das ist natürlich praktisch. Also das heißt, statt dieser 11% Bonus macht es das hier dann sehr viel wertvoller. Das heißt, ich bekomme dann 20%. Also im Endeffekt wird ein so ein Token, das ich dort investiere, doppelt so wertvoll, was den Schadensbonus betrifft. Und das ist der letzte der von den vier Guardians, Inti Guardian of Riches. Also im Endeffekt alles, wo es ums Gold geht. Gucken wir gleich mal rein, was der dort drinstehen hatte. Genau, also doppelt die Chance für, also doppelt so hohe Chance für das zehnfache Gold. Also aktuell ist sie bei 10%. Das heißt, sie müsste dann bei 20% liegen. Also jede fünfte Monster, das sie killt, würde dann ja, 10-mal so viel Gold bekommen. Das ist auch schon auf Maximum, also die Treasure Chests sind hier auch eben um 1000% erhöht und das andere ist sozusagen laufend einfach, werde ich jetzt auch wieder um 5 Level anheben, womit sowohl das Gold, was generell gedroppt wird, als auch das von den Kisten sozusagen nochmal multipliziert und vervierfacht wird. Genau, und damit sind wir wieder beim ersten und jetzt, wenn wir jetzt wieder auf das Infinity Token gehen, dann können wir jetzt entweder zurückgehen, wenn wir noch weiterspielen wollen, das aktuelle, oder Go Infinite. Das heißt, wir gehen in eine neue Welt und bekommen die 73.000 dazu. Und wir stehen wieder am Anfang. Also beziehungsweise nicht am Anfang, sondern im Level 132. Wie ihr seht, hier sind jetzt eben, ich habe noch keine Heroes, es passiert kein Schaden, null Damage, kein Klickschaden, also doch ein bisschen Klickschaden. Kann ich machen, aber genau, also hier oben 1071 Klickschaden, aber das ist bei Exponential 27 sozusagen vernachlässigbar. Hier ist das Besondere, die Skills sind außerhalb sozusagen der Welt und werden nicht zurückgesettet. Also diese 2 Stunden, das ist so der längste Cooldown, der ja noch notwendig ist, bis ihr wieder einen Boss Rush machen könnt. Es dauert einfach 2 Stunden. Auch wenn ihr die Welt resettet, kommt ihr hier nicht schneller vorwärts. Aber jetzt kaufen wir erstmal ein. Letztlich ist hier auch das gleiche, ich glaube 100 bis 150 braucht es nur, um die ganzen Skills freizuschalten. Das geht hier jetzt am Anfang ziemlich leicht. Letztlich sollst du einfach mal einen Moment warten. Ach ja, genau, die Goldbahnen sind übrigens hier das zehnfache Gold. Bei den Clicker Heroes habe ich es jetzt gar nicht weiter erwähnt. Da ist sozusagen das Silber oder beziehungsweise soll wahrscheinlich Platin sein, ist dort das zehnfache Gold. Ja, vielleicht habt ihr euch ja beide Videos angeschaut, dann habt ihr die Info jetzt auch zu Clicker Heroes noch dazu. So, der letzte Boss, beziehungsweise der letzte Hero. Und jetzt nochmal schauen. 37 ist jetzt sozusagen das aktuelle und 26.000. Und wenn ich jetzt die ganzen Skills kaufe, dann bekomme ich nämlich auch die ganzen Multiplikatoren, die meinen Click Damage sozusagen an der DPS der einzelnen Helden. So. Jetzt habe ich 40 Click Damage und 41 sozusagen laufende Schaden. Und ja, jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun. Jetzt gibt es hier eigentlich nur wieder zu warten und zu warten und zu warten, weil es lohnt sich nicht mal hier jetzt irgendwo mitzuklicken. Das heißt, das ist ein guter Punkt, sozusagen das Spiel dann zu beenden, es für 2 Stunden ruhen zu lassen und in 2 Stunden mal wieder vorbeizukommen, Boss Rush zu machen, schnell die Level hochzuspringen. Und vielleicht die nächsten 3 Kisten, also die nächsten 3 Geschenke abzufassen. Ja, soweit zu Tap Tap Infinity, eben der Konkurrenz letztlich oder zumindest einem sehr ähnlichen Spiel und auch Spielkonzept, Spielprinzip. Also wenn ihr die beiden Videos vergleicht, werdet ihr merken, wie ähnlich sich die Skills sind, der Aufbau, die Anzahl. Also die Systematiken sind sehr, sehr identisch. Okay, so viel Spaß damit und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!